Herzlich willkommen zum Lehrvideo zum neu gestalteten Paragraphen 86 StGB, dem Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Vorab ein kleiner Hinweis: Das Video zum neu abgebildeten Paragraphen 86a StGB haben wir nur für Angehörige unserer Hochschule auf unserem Bildungsserver zur Verfügung gestellt. Paragraph 86 StGB besitzt zwei die Strafbarkeit begründende Absätze. Widmen wir uns zunächst dem Absatz 1. Dieser bezieht sich auf das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen. Er fordert zunächst als Tatmittel Propagandamittel im Sinne des Paragraphen 86 Absatz 3 StGB. Dort sind Propagandamittel jeweils für Absatz 1 und 2 legal definiert. Die hier geforderten Propagandamittel im Sinne des Paragraphen 86 Absatz 1 StGB müssen solche der in den Nummern 1 bis 4 des Absatzes 1 normierten Organisationen sein. Nach Absatz 1 Nummer 1 muss das Propagandamittel einer vom Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei oder einer Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist, zuzuschreiben sein. Bis zum heutigen Tag wurden trotz zahlreicher Verbotsverfahren in Deutschland nur die Sozialistische Reichspartei, die SAP, am 23.10.1952 und die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, am 17.08.1956 vom Bundesverfassungsgericht verboten. Nach Absatz 1 Nummer 2 muss sich das Propagandamittel auf eine Vereinigung beziehen, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich entweder gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet oder von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Vereinigung ist. Beispielhaft für solche verbotenen Organisationen im Sinne dieser Nummer 2 sind der Bund Nationaler Studenten, der Bund Deutscher Nationalsozialisten, aber auch Organisationen wie der Islamische Staat zu nennen. Nach Absatz 1 Nummer 3 muss sich das Propagandamittel auf eine Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, die für die Zwecke einer der in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist, beziehen. Ein Beispiel, welches in der Literatur benannt wird, ist der Ausschuss für die Deutsche Einheit. Nach Absatz 1 Nummer 4 muss das Propagandamittel nach seinem Inhalt dazu bestimmt sein, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen. Hierzu zählen beispielsweise die NSDAP, einschließlich ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände wie die SS, die SA, die Hitlerjugend und so weiter. Absatz 1 unterscheidet zwischen vier Tathandlungsalternativen. Diese sind das Verbreiten im Inland bzw. das der Öffentlichkeit zugänglich machen, sowie die Vorbereitungshandlungen, das heißt das Herstellen zur Verbreitung im In- oder Ausland, das Vorrätighalten und die Ein- oder Ausfuhr der Propagandamittel. Der subjektive Tatbestand fordert mindestens dolus eventualis und je nach Tathandlungsalternative auch eine Verbreitungsabsicht in Form des dolus directus ersten Grades. Eine Besonderheit des Paragraphen 86 StGB ist die sogenannte Sozialadäquanzklausel gemäß 86 Absatz 4 StGB. Diese wird nach dem subjektiven Tatbestand geprüft und kann letztlich zu einem Tatbestandsausschluss führen. Auf sie wird im späteren Verlauf der Online-Vorlesung genauer eingegangen. Widmen wir uns nun dem strafrechtlichen Aufbau des Absatzes 2. Dieser beschäftigt sich mit dem Verbreiten von Propagandamitteln terroristischer Organisationen. Auch dieser Absatz fordert als Tatmittel Propagandamittel im Sinne des Absatzes 3. Diese müssen sich auf eine hier näher bezeichnete Organisation beziehen. Hierbei handelt es sich um eine abschließende Aufzählung. Beispielhaft für dort genannte Organisationen sind die Hamas, die Hisbollah, Mujahedin und die kurdische Arbeiterpartei, die PKK, zu nennen. Als Tathandlungsalternativen werden dieselben wie in Absatz 1 gefordert. Der subjektive Tatbestand fordert auch hier mindestens dolus eventualis und beim Herstellen, Vorrätighalten, Ein- oder Ausfuhr den dolus directus ersten Grades.
Auch kann in Absatz 2 die Sozialadäquanzklausel gemäß § 86 Absatz 4 StGB zu einem Tatbestandsausschluss führen. § 86 Absatz 3 StGB normiert Legaldefinitionen der Propagandamittel. Er unterscheidet hier in Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 und Propagandamittel im Sinne des Absatzes 2. Demnach ist das Propagandamittel nach Absatz 1 nur ein solcher Inhalt, der gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist. Propagandamittel nach Absatz 2 sind solche Inhalte, die gegen den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation oder gegen die Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung beinhaltet die tragenden Grundsätze des freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaates der Bundesrepublik Deutschland, womit namentlich die in § 92 Absatz 2 StGB genannten Prinzipien gemeint sind. Diese werden nachfolgend noch näher betrachtet. Der Gedanke der Völkerverständigung nach Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes verfolgt das Ziel, ein friedliches Zusammenleben der Völker auf Grundlage einer Einigung ohne das Mittel der Gewalt zu erreichen. Hiergegen richten sich insbesondere Propagandamittel mit völkerrechtswidrigen oder den Krieg verherrlichenden Inhalt. Kommen wir nun zu den Verfassungsgrundsätzen aus § 92 Absatz 2 StGB. Bei den auf der Folie aufgezählten Grundsätzen handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung, sondern nur um ausgewählte Grundsätze. Diese sind das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen. Die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, die Ablösung der Regierung und ihrer Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, die Unabhängigkeit der Gerichte und der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. Propagandamittel im Sinne des § 86 Absatz 3 StGB zeichnen sich durch zwei Wesensmerkmale aus. Dies ist zum ersten ihr werbender Inhalt und zum zweiten die Verwirklichung der Ziele der in § 86 Absatz 1 und Absatz 2 StGB genannten Organisationen oder die Unterstützung der beworbenen Organisationen. Man muss hier allerdings beachten, dass eine aggressiv-kämpferische Tendenz vorhanden sein muss. Dies bedeutet, die verfassungsfeindliche Zielsetzung muss in dem Inhalt selbst zum Ausdruck kommen. Die Definition von Inhalten ergibt sich aus der Legaldefinition des § 11 Absatz 3 StGB. Bei Inhalten handelt es sich um solche, die in Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Verkörperungen enthalten sind oder auch unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass § 11 Absatz 3 StGB am 01.01.2021 eine Veränderung erfahren hat. Diese Änderungen haben dementsprechend auch Auswirkungen auf § 86 StGB. Demnach fallen Inhalte, welche unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden, seit dem 01.01.2021 auch unter den Begriff der Inhalte im Sinne des § 11 Absatz 3 StGB. Bei Propagandamitteln werden jegliche Arten von elektronischen Informationsübertragungen erfasst. Darunter fallen beispielsweise auch Faxe, Bildschirmtexte, SMS, MMS und so weiter. So dürfte der neue Schriftenbegriff auch Folgen für das gesprochene Wort haben, welches über die Datenleitung live eingespielt wird. Es ist wichtig zu beachten, dass vorkonstitutionelle Schriften, also Schriftstücke, die vor Inkrafttreten der aktuellen Verfassung erstellt wurden, als Original oder Nachdruck tatbestandsmäßig nach § 86 Absatz 1 Nr. 4 bzw. Absatz 3 StGB ausscheiden. Beispiel hierfür wäre die Originalausgabe des Buches Mein Kampf von Adolf Hitler. Es bleibt jedoch zu prüfen, ob dann die § 86a oder 130 StGB Anwendung finden.
Durch die Gesetzesänderung am 22.09.2021 und die damit einhergehende Schaffung des § 86 Absatz 2 fallen jetzt auch ausländische, für den dortigen Markt bestimmte Inhalte unter § 86 Absatz 2 StGB, wenn sie zu einer der im Anhang der Durchführungsverordnung aufgelisteten Organisationen gehören. Vereinigungen und Körperschaften im Sinne des § 86 Absatz 2 StGB werden abschließend im Anhang der hier bezeichneten Durchführungsverordnung über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung aufgezählt. Aus dem Anhang dieser Verordnung ergibt sich die folgende Liste der Vereinigungen und Organisationen. Die bekanntesten Organisationen sind hier sicherlich die Hamas, die Hisbollah oder die kurdische Arbeiterpartei, die PKK. Das Verbreiten im Inland bedeutet, dass Propagandamittel einem größeren, nicht notwendigerweise unbestimmten Personenkreis zugänglich zu machen. Es muss sich dabei um einen für den Täter nicht kontrollierbaren Personenkreis handeln. Bei internetbezogenen Straftaten ist es dabei irrelevant, ob sich das Propagandamittel im Arbeitsspeicher oder auf einem dauerhaften Speichermedium befindet. Hergestellt ist ein Gegenstand, wenn er als Endprodukt vorliegt, das heißt, wenn er so weit fertiggestellt ist, dass er unmittelbar verbreitet werden kann. Auch das Vervielfältigen gehört dazu, wenn eine Verwendungsabsicht im Inland besteht. Vorrätig halten ist das Besitzen zu einem bestimmten Verwendungszweck. Hierbei reicht bereits das Vorrätighalten eines Gegenstandes zum Zwecke der Verbreitung aus, wenn auch hier eine Verwendungsabsicht im Inland gegeben ist. Ein Einführen ist jedes Verbringen eines Gegenstandes in die Bundesrepublik Deutschland. Hierbei muss eine Verwendungsabsicht im Inland vorliegen. Ausführen ist jedes Verbringen aus der Bundesrepublik Deutschland ins Ausland heraus. Dabei muss zur Tatbestandsverwirklichung eine Verwendungsabsicht im Ausland gegeben sein. Ein der Öffentlichkeit zugänglich machen liegt vor, wenn Dritten der gedankliche oder bildliche Inhalt von Propagandamitteln dadurch zur Kenntnis gebracht wird, dass dieser ohne körperliche Übertragung des Trägermediums in elektronischer Form zum Abruf bereitgehalten oder übermittelt wird. Dies bedeutet, dass die Inhalte grundsätzlich einer unbeschränkten Zahl von Personen zur Kenntnis offenstehen müssen. Der Täter muss zunächst mit mindestens dolus eventualis handeln. Er muss demnach zumindest damit rechnen, dass es sich bei dem Propagandamittel um eines einer verbotenen Partei, Vereinigung oder Organisation handelt und dass der Inhalt entweder gemäß Absatz 1 gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung verstößt oder gemäß Absatz 2 gegen die Sicherheit eines Staates, einer internationalen Organisation oder gegen die Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist. Den Inhalt braucht der Täter jedoch nicht zu billigen. Der Vorsatz muss sich bei Absatz 1 Nummer 3 auf das Verbot der Partei oder Vereinigung beziehungsweise die unanfechtbare Feststellung, dass es sich um eine Ersatzorganisation einer solchen handelt, beziehen. Bei § 86 Absatz 1 Nr. 4 muss vom Vorsatz erfasst sein, dass es sich um die Bestrebungen einer nationalsozialistischen Organisation handelt. Bei strafbaren Vorbereitungshandlungen, nämlich dem Herstellen, Vorrätighalten bzw. Ein- oder Ausführen, bedarf es einer Verbreitungsabsicht, also dolus directus ersten Grades. § 86 Absatz 4 StGB besagt, dass die Absätze 1 und 2 nicht gelten, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungsfeindlicher Bestrebungen, das heißt zum Beispiel, wenn eine Vertrauensperson zur Einhaltung ihrer Tarnung eine Propagandarede hält, der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung, der Lehre, der Dokumentation der Zeitgeschichte oder ähnlichen Zwecken dienen. Nach herrschender Meinung kommt es in diesen Fällen dann zu einem Tatbestandsausschluss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, euch durch diese Ausführungen das neue Gesetz näher gebracht zu haben. Für Rückfragen zur Thematik stehen wir im Fachgebiet gerne zur Verfügung.